Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beam to Drive. Ja, wir befinden uns auf der 1988er, war das glaube ich? 1988er Monster Raceway, also der Monsterstrecker von 1988. Ich überlege gerade, welchen Wagen wir nehmen. VW Polo. Ja, es tut mir leid, dass diese Folge später kam. Das lag aber einfach daran, dass ich versucht habe, es zu machen und das hat nicht geklappt und dann war ich genervt und habe geraged und alles und ja. Und ich wollte euch keine genervte Folge liefern, wisst ihr? Ich bin immer noch leicht genervt, aber es geht gerade. Ja, jedenfalls, genau. Warum lenkt er? So, ich denke mal, wir werden viel Crashs haben. Schon mal bremsen. Ja, bremst noch schlechter. Ich bin mal gespannt, ob irgendwann die Autos in PMG mehr wirklich originalgetreu fahren. Beziehungsweise nicht rutschen. Oder kann man ja auch schon so halb als Schwimmen bezeichnen, was die Autos hier bei PMG machen. Also wenn man in PMG perfekt ein Auto fahren kann, dann kann man es im echten Leben auf jeden Fall. Weil PMG ist 20.000 mal schwerer. So, dann hier so zur Seite ein bisschen driften. Oh. Und wir können ja ein bisschen weiter hinten, sieht man besser das Lenkrad und das ist, glaube ich, spannender. Ja, wie ihr seht, wir fahren heute nochmal. Ich habe jetzt nicht die Nerven, die ganze Zeit Crashes zu machen. Ich habe die Nerven dafür, so. Ist schön smooth in die Kurve und mit Vollgas. Genau die Schikane jetzt. Wenn einfach mal keine Chance hat, irgendwie, weil man nicht 30 Kilometer davor bremst, irgendwie rumzukommen. Okay, der lenkt gleich nach rechts, da müssen wir das ausgleichen. Okay, so driftet man schon mal nicht. Aua! Das tut, glaube ich, weh. Ich weiß, dass wir in eine andere Richtung müssen. Ich will mich noch einmal rumdrehen. So. Aus der Ego-Perspektive habe ich... Ich will ein bisschen driften. Es geht aus der Ego-Perspektive leichter, wenn man da ein besseres Gefühl fürs Auto hat. Finde ich zumindest. Sieht man zwar nicht so toll, aber ich denke mal, man erkennt es. Hoffe ich zumindest. Ich bin ja so... Also die Folge ist noch am richtigen Tag, aber ab morgen dürft ihr vorproduzierte Folgen haben, da ich ja ab nächster Woche... Ab Dienstag bin ich für eine Woche lang in Frankreich. Okay, das war knapp. Ja, eine Woche lang in Frankreich und da kann ich natürlich keine Videos machen. Deshalb produziere ich vor, dürfte aber keine Ausfälle geben. Ups. Und ja, deshalb müsst ihr euch da, also die Folgen werden normal lang sein, also normal lang mindestens 10 Minuten. Alien Isolation wird natürlich weitergehen. Auch so, oh, die werden aber da so wieder 15 Minuten lang, also Standard kostet sozusagen. Ich habe jetzt heute weiter aufgenommen, aber ich sage euch so ab. Ja, eigentlich ab heute oder morgen geht's dann so richtig los, ne? Da lohnt sich dann richtig zu gucken. Für die, die noch nicht so richtig Kontakt mit dem Alien Isolation Let's Play haben, beziehungsweise hatten, könnten einfach mal reingucken, das wäre ganz nett. Und, ja, aber eigentlich, was ich sagen wollte, weiß ich gar nicht mehr. Aber warum habe ich das angesprochen? Ich wollte irgendwas sagen. Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Fahren wir hier mal weiter. Vielleicht fällt es mir noch ein. Der Wagen ist gar nicht so schnell, fällt mir auf. Ich drücke Vollgas die ganze Zeit. Das ist mit 180 eigentlich gar nicht so gut dabei. Oh. Jetzt hier, komm, wir fahren mal schön weit außen. Okay, so geht das schlecht. Oh, das war knapp. Ich einfach von außen viel schlechter fahren kann bei dem Wagen. Habe ich Licht an? Nee. Licht sieht geil aus hier. Bam. Haben wir mal so einen kontrollierten Crash. Rückwärts nochmal gegen... Oh, ja, der war böse. Ja, der crasht aber schön, der Wagen. Oh,
So. Man hier jetzt schön geradeaus. Genau, was ich auch noch sagen will, ist, oh Gott. Oh, das wollte ich nicht sagen. Also, das kann man sagen, aber das wollte ich eigentlich. Das war nicht mein Hauptziel. Oh, shit. Oh, 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 oh. Oh, nochmal hinten gegen. Das ist natürlich böse. Ja, was ich sagen wollte noch, ist, dass es sehr wahrscheinlich leider nicht klappt, das mit dem Formel 1 2014 Let's Play mit dem Sturz YouTube. Ja, aber naja, passiert, ne? Jedenfalls, ich versuch's weiter. Mal sehen, vielleicht ergibt sich doch noch was. Ich halte euch natürlich wie immer auf dem neuesten Stand, aber ich will euch mal darauf vorbereiten, dass es wahrscheinlich leider nichts wird. Einzelspieler Let's Play will ich davon auch noch nicht, will ich davon auch nicht machen, aber ich könnte mir gut vorstellen zu Dingsen, na. Warte, erstmal die Kuh kriegen. Ich kann mir gut vorstellen, immer einzelne Videos zu machen oder so. Das kann ich auf jeden Fall gerne tun. Und manchmal auch so mit Multiplayer. Wenn wir einfach mal sehen. Ist halt eben ein bisschen schade, dass es mit dem Sturz-Part nicht geklappt hat. Hätte ich echt gerne gemacht, aber mal sehen. Wie gesagt, ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Es gibt noch eine geringe Chance, aber ich glaube, das hat sich eher so. So wie er es geschrieben hat, hat sich eher angehört wie so ein Nein. Aber egal, mal sehen. So, warte, hier bremsen wir jetzt schön ab. Und lenken ein. Ah, die waren nicht so gute Drifts. Boah, meine Bimini Drift Skills sind scheiße. Dafür war das gut gemacht. Hä? Kann doch noch was im Bimini. Meine Bimini Skills sind gut. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich das angesprochen habe mit dem Vorproduzieren. Genau, ich bin ja weg da eine Woche und es gibt die es ist möglich, dass es kurz danach, also was ist kurz danach, also sagen wir mal in nächsten ein, zwei Wochen danach sozusagen. Komm, schnell Gas geben, weil nur Bremse hat es jetzt nicht gebracht, so. In den nächsten Wochen, also in den Wochen danach, dass dann meine neuen PC-Teile da sind und dann könnte ich ab dann sozusagen. Oh, 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 oh. In Full HD rendern, dann müsstet ihr nicht mehr euer armes 27p ertragen. Das ist auch schlimm, das weiß ich. Und dann könnten wir endlich Full HD Gara in guter Qualität. Der war geil. Genießen. Also darauf könnt ihr euch freuen. Auf jeden Fall. Also spätestens im Dezember sollte es soweit sein. Aber man weiß ja nie, ne? So, und da ist no texture, ist klar. Und dann wollen wir hier gleich nochmal improvisieren. So und so und besser Drift. Oh, oh, boah, das war knapp. Hat er gesehen, rechts die Mauer? Hätte es fast noch gehittet. So. Gehittet, getroffen, da werden fast gegengeschlagen. So. Oh, sie jubelt uns zu. Und unser Spiegel ist auch aus Carbon. Also auch die Spiegelscheibe. Also der Spiegel an sich. Oh fuck, ah, fast hinbekommen. Shit. Will ich jetzt nochmal machen. So. Ah, wie schnell werden wir machen? Jetzt so 180. Boah, das war knapp. Das war echt knapp. Fast wäre es fehlgeschlagen oder vorne. Okay, da können wir belangen. So kann ich es, glaube ich, schlecht. Ja, so kann ich es nicht so gut. Es geht, aber es sieht auch geil aus der Ego-Perspektive. Gehen wir es zu. So, dann hier schön nochmal zur Seite gucken. Rechte Seite ist irgendwie lustig. Oh, aufpassen, da ist eine Wand. Die ist ja ganz frisch. Und jetzt werden wir 100%ig crashen. Schnell Slow Motion aktivieren, wenn ihr noch einen Slow Motion Crash. Ja. Böse. Sehr, sehr böse. Komm, wir können nochmal Arab Drifting versuchen. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist irgendwie so halb geradeaus driften. Was ich aber nicht kann. Oh, improvisieren. Vor allem nicht im BMG. Das ist voll krass. Googelt das mal. Arab Drifting. Das ist hart, wie die abgehen. Driften einfach so die ganze Zeit geradeaus. So, und dann noch mal hier rum.
So. Aber ich google das wirklich mal. Das müsst ihr mal machen. Falls ihr es nicht kennt, das ist cool. Wollen wir einfach mal uns an diese Seite dieses LKWs stellen. Und dann verabschiede ich mich auch schon für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, auch wenn wir nur eigentlich nur gefahren sind und weniger crasht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG.